Wenn man einige Jahre mit Katzen gelebt hat, weiß man nicht, wie man jemals ohne sie leben konnte. Sie bringen unendlich viel Liebe, Glück, Verspieltheit und Trost in das Leben. Natürlich haben Katzen auch ihren Anteil an Unfug und Blödsinn, der die einfachsten Alltagsaufgaben verkomplizieren kann. In diesem Video nennen wir dir 6 Dinge, die schwieriger zu tun sind, wenn du Katzen hast. Nummer 1. Das Bett machen. Das Bett zu machen wird teilweise so schwer, dass man seine Katze mit Leckerlis aus dem Schlafzimmer lockt und dann die Tür schließt, bis man fertig ist. Sonst würde aus der 5-Minuten-Aufgabe eine Stunde werden, weil die Katze plötzlich nichts mehr anderes tun will, als sich unter dem Spannbettlaken zu vergraben, an den Rändern zu ziehen, bis sie abspringen oder sich im oberen Laken zu verheddern. Nummer 2. Deine Schuhe binden. Katzen sind oft sehr interessiert an Schnürsenkeln, aber nur, wenn man gerade dabei ist, seine Schuhe an- oder auszuziehen. Nummer 3. Alleine auf die Toilette gehen. Das Zusammenleben mit einer Katze ist wie das Zusammenleben mit einem Kleinkind, denn du wirst nie wieder allein auf die Toilette gehen. Selbst wenn du es schaffst, die Tür zu schließen, bevor sie dich einholt, ist sie auf der anderen Seite und steckt ihre süßen kleinen Pfoten unter die Tür und miaut. Nummer 4. Schwarze Kleidung tragen. Wenn du nicht den Vorteil hast, dass es den Leuten egal ist, wie du aussiehst, solltest du vielleicht die Anzahl der schwarzen Kleidungsstücke in deinem Kleiderschrank minimieren. Denn ohne Katzenhaare kommst du so einfach nicht mehr aus dem Haus. Nummer 5. Dosen öffnen. Katzen umkreisen gern die Beine, jedes Mal, wenn jemand die Küche betritt, in der sie ihre Mahlzeiten bekommt. Obwohl sie jederzeit Zugang zu Trockenfutter haben, wird das Öffnen einer Dose, in der sich kein Katzenfutter befindet, immer mit leidenschaftlichen Geschnatter und Protesten der Katzen beantwortet, die plötzlich wirklich glauben, dass sie verhungern könnten. Und Nummer 6. Aufstehen, wenn deine Katze auf dir eingeschlafen ist. Das ist einer der wichtigsten Punkte im Leben mit einer Katze und der Liebe zu ihr. Wenn sie einmal auf dir eingeschlafen ist, bleibst du so lange bei ihr, bis sie bereit ist, sich selbst zu bewegen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.